Sodala, herzlich willkommen weiter zu Ark Aberration, einer neuen Folge. Ich sitze hier gerade auf dem wunderbaren Ralf. Hallo Ralf. Ja, könntest du auch wieder mal säubern. So, worum wird es heute gehen? Die 10-Box, ne? Weiterbauen. Aber, du willst euch nicht lange aufhalten. Die 10-Box, also das 10-Gehege, Taming-Box in der Fachsprache, tada! Fertiggestellt, schon heftig, hat am Anfang kleiner ausgeschaut, dass es tatsächlich geworden ist, hier, perfekt, und da packt schon eine Überraschung raus, hier, voller Wände, Eingang hier einmal und Eingang da einmal zum Abhauen, also Ausgang, wunderbar. So, hat funktioniert, schon zwei Viecher da reingelockt, wo ich solo, also nicht aufgenommen habe. Level, gibt es euch das Level 84er Track und Level 65er Track. Leider beides alles Männchen. Habe ich reingelockt, Türe zu. Wie besprochen, abgehauen, rauf auf unseren Felsen, Base. Und ohne Probleme mit der Flinte getamed. So. Und jetzt werden wir die Viecher zähmen, aber das schon ziemlich runterhungern lassen hier. Wird normal nicht lange dauern. Jetzt werden wir uns natürlich ein paar Bärchen müssen holen. Ja, diese Taming-Box ist der Hammer, Leute, der Hammer. Funktioniert richtig gut, hätte ich mir nicht gedacht. Ich hätte mir wirklich gedacht, dass das anfangs zu klein ist. Aber, ja, passt. Und dann werden wir in der heutigen Folge nämlich auch noch was anderes machen. Ja, denn ich habe schon Ralf und Birte hier hingepackt. Wir werden die erste Dino-Zucht heute starten, Leute. Premiere fast so ein bisschen. Um noch ein bisschen bessere von diese Paracea zu züchten. Denn die starten noch an mit einem kleinen, also mit einem hohen Level, aber sind noch als Babys und leveln dafür umso mehr. Denn wir brauchen an mindestens 10.000er Gesundheits-Paracea, wenn man auf die Expansion will, denn da wird noch was Großes kommen, Leute. Eine fette Paracea-Verteidigungsbase. So, genug gelabert. Jetzt rein mit den Bärchen. Schon auf mehr als wie die Hälfte runtergehungert. Und das läuft. Level 32 plus 99,9% Effektivität, Maniga. So, und bei denen natürlich dasselbe. Der kriegt nur 2,9% bei einmal schnabulieren. Während der schon, der kriegt um die 3%. Mal schauen, wie die Nahrung. Ach, das wird locker. Das wird locker. Ah! Triceratops Strike Duo hier, was wir da zähmen. Kennt ihr schon, wer immer bis hier hinschaut, Namen einfallen lassen. Zwei wunderbare Männchen. Wenn ungefähr gleichzeitig fast fertig werden. Boah, da kriegt eine 40 Level dazu. Leckt's mir die Eichel ab. Ist das nice. Mit dem könnte man sicher was reißen. Wie gesagt, zwei Burschen hier. Tracks, vielleicht Ernie und Bert. Habt ihr andere Ideen? Würde mich freuen. Lese ich gerne Namensvorschläge auch für diese Viecher. Oh, und der erste ist schon fertig. Natürlich umbenennt. Jetzt erstmals Everrend Triceratops Level 97, Leute. Und der ist auch gleich fertig. Der kriegt sogar eine 40 Level plus. Level 125er Track, Leute. 125. Milli-Damage 257,9%. Eher Nahrung-Skills. Also keine guten Werte jetzt von dem Trike. Der hat sogar noch mehr schon. Obwohl er ein niedrigeres Level ist. So, passt. Erstmals Verhalten deaktivieren. Jetzt werden wir instant 2. Was willst du denn? Du kommst hier noch nicht raus, Maniga. So, instant 2 Triceratops Strike Sattel herstellen. Und dann werden wir die irgendwo hin schön parken.
weil erstmals dabei habe ich für diese Viecher keinen Nutzen. Außer ich mache einmal eine Folge, wo man Tracks leveln. Könnte man auch machen. Aber wäre auf jeden Fall mit zur Expansion nehmen. Aber dauert noch, Leute. Dauert noch. Am liebsten werden wir noch 2, 3 Mörder-Spinos. Eher. Der grüne Killer übrigens schon Level 56. Der Level erreicht, kommt aber noch lange nicht an dem hin, was ich brauche, leider. Ich brauche mindestens 10.000 Energie bei jedem Vieh. In idealsten Weise. So. Ich glaube, ich habe nicht einmal Triceratops-Sattel. Jetzt erst Strike zu haben, ist eigentlich relativ peinlich. Sollte man schon viel früher haben. So, wir brauchen Holz, Leute. Holz. Habe ich das? Wahrscheinlich nicht, ne? Da. Holz ist wirklich ein Riesenproblem bei mir, leider. Und mir schon so viele Bäume da niedergefällt, dass wirklich das Holz da schon knapp wird. Hallo Elefant. Geschwind und schnell bisschen Holz farmen, damit ich gleich dieses Settle Real hab und dann haben wir wieder 2 neue Viecher in unserem Dino-Inventar. Läuft bei uns. Ja, effizient Bären farmt das Strike natürlich. Besser wie. Natürlich besser wie dieser Paracea. Mit 880 25. Oh Mann, ist das billig. Haben wir schon genug Holz für, was sind für 100 Zettel theoretisch schon, ne? Adaibär, Adaibär. Abarantaibär, so. Dann wenn man tatsächlich, könnte man nur ein paar Bären farmen. Bin gespannt, wie viel da aus einem Busch rausklopft. Narcoberries. Aber brauche ich zurzeit eigentlich eh nicht. Narcoberries. Aber auf jeden Fall zur Verteidigung kann man sich Trike auf jeden Fall gönnen. Denn sein Angriff ist sehr gut. Er stößt Gegner zurück. Bedeutet, so ein Alpha-Raptor kann man ohne Probleme mit einem Trike legen. Weil er mit perfektem Timing beim Angriff kein Hit landet. Der Alpha-Raptor. So. Triceratops. Wir brauchen 2 Stück. Warum 2 Stück? Weil es ist besser, wenn man auf jeden Vieh einen Sattel oben hat. Denn, wie man sieht, er gibt noch einmal extra Rüstung. Den Vieh, ein Sattel. So, passt. Zurück mit meinem Hide. Hide, Baby. Und runter zu meinen Tracks. Herrlich, Alter. Leckt's mir die Schmeckmappe. Ist das nice. High Level fast schon. Level 125 ist eine Hausnummer. Hausnummer. Nicht wandern. Fuck. Wandern deaktivieren. Folgen aktivieren. So. Höchstes Level 4 jetzt, dieses Traktor. Ich werde jetzt einmal sehen, was da eigentlich los ist mit diesen Tracks. Ist relativ schnell sogar. Viel Ausdauer für Track. Okay, so viel farmt er jetzt tatsächlich doch nicht. Und er hat mit der rechten Maustaste, wie man sieht, also einen Galoppierangriff. Ja, wo relativ schnell ist sogar.
Ja, nice, kann man sich geben. Und der hat Level, ja, sind wir auf Gesundheit oder Ausdauer? Melee Damage, sehr egal, eigentlich. Ich hätte jetzt mir tatsächlich gedacht, dass das Strike besser Bären farmt wie der Barazer. Aber das ist eher low, was der da macht. Zur Verteidigung werde ich das Vieh nutzen. Mal schauen. Ich werde jetzt schön dahin parken. Schade, obwohl es extrem hohes Level ist, aber wirklich scheiß Werte hat. So, auf was werden die aufpassen? Wenn wir hier hinparken. So. Der hat überhaupt 1224,3 Leben. Das ist Bullshit. Ich glaube, die werden alle auf Melee Damage skillen, damit sie den wohl oder üblen Gnadenstoß in einem Kampf verrichten können. Aber kann man sich gönnen. Schaut doch cool aus, ne? Doch, doch. Kann man lassen. So. Jetzt dauert die Aufnahme 11 Minuten. Noch was. Jetzt werden wir noch den Start der Barazer-Zucht einleiten, Leute. Ein Barazer-Baby herstellen. Herstellen. Herstellen lassen ist die richtige Formulierung. So, Birte, kommst du mit mir? Die dicke Birte. Jetzt sage ich euch das. Man kann Dinos in diesem Spiel bumsen lassen und dann kommen Baby-Dinos dabei raus. Natürlich Männlein und Weiblein ist die Voraussetzung. Ich denke, es ist klar. Und man muss das Viech auf Wandern aktivieren einstellen. Das ist eben die Schwierigkeit, weil die laufen dann herum, bleiben nicht stehen und die Viecher um, damit sie natürlich bum 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 machen, müssen aneinander ja, Kontakt haben, stehen. Deswegen ist es genial mit der Taming Box, Leute. So, jetzt sehen, was passiert. Ich mache die Türe zu, weil die so groß sind, haben die doch nicht viel Möglichkeit zum Wandern. Und jetzt Verhalten, Wandern aktivieren, einmal aktivieren, zweimal und sechs. Die Herzchen, die haben nicht viel Möglichkeit da zum Wandern. Bedeutet, wir haben gleich ein Barazer-Baby, Leute. Nice, oder? Seht ihr das? Sie wollen zwar wandern versuchen, aber die Barrikaden, die Wände verhindern das. Und man kann jetzt dann schauen, Reifeprozess, also Bumsprozess, 22,3% schon. Ja, dauert halt ein bisschen. Und wie das ausschaut, das Barazer-Baby, werden wir dann in der nächsten Folge, ja, jetzt bin ich ein bisschen frech, uns anschauen, denn wir werden jetzt einen Cut machen, das dauert noch ein bisschen. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, zwei Strikes haben wir gezähmt, High-Level-Strikes sogar. Und es wird immer mehr. Danke, haut rein, bis zum nächsten Mal. Jetzt lassen wir den noch ein bisschen Liebe machen. Ciao.